Das Titelthema bei der DATEV wird sein, DATEV lernt meets Big Picture. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das Paradebeispiel für Future Learning Organization, weil sich bei der DATEV ganz viel, viel bewegt. Also sie transformiert sich grundlegend, sie probiert ganz viel aus in Dialogformaten und Experimentierräumen wird da gestaltet, nicht nur im internen, sondern auch im Austausch mit Dritten, weil das auch genossenschaftlich organisiert ist und man will dann auch mit den Kunden auch viel stärker im Austausch sein, als das vielleicht jetzt bei uns, bei Conti zum Beispiel der Fall wäre, dass man das so offensichtlich macht und auch transparent macht und es ist wirklich Role Model. Man merkt, dass die DATEV sich da sehr öffnet, ganz neue Lernräume auch begleitet. Und ich finde das mega spannend. Deswegen bin ich auch froh, dass ich da Pate sein darf und das ein bisschen begleiten kann. Und würde einfach sagen, Christian, beschreib doch noch mal ein bisschen genauer, was ihr da im Moment wahrnehmt und warum das Big Picture so wichtig ist bei euch. Vielen Dank, lieber Marcel. Die Freude ist ganz unsererseits. Role Model klingt ein bisschen komisch. Ich habe von Simon Dückert gelernt, dass jede Organisation eine lernende Organisation ist. Und was wir gerne mit dieser wunderbaren Community in der Woche austauschen wollen, ist, wir haben nach 50 Jahren Strategiekommunikation erstmals mit so einem Wimmelbild versucht, im letzten Jahr unsere Organisation auf eine Zukunftsorientierung auszurichten. Und die Kollegen werden am Montag nach dem Start um 13 bis 14 Uhr dieses Wimmelbild auch nochmal intensiver erklären. Und dann möchten wir gern unsere Lernaktivitäten, die manche von euch vielleicht schon kennen, die auch schon seit vielen Jahrzehnten, nicht nur in den letzten Jahren, wollen wir die auf den Prüfstand legen, ob die auch für diese Zukunftsorientierung wirklich hilfreich sind. Und dazu zählen zum Beispiel so Großformate wie das DigiCamp, aber auch unsere mobile Ausbildung, die am Dienstag eine Ask Me Anything Session machen, weil wir eben lernen, dass hybride Ausbildung ganz neue Herausforderung ist. Unsere Auszubildenden sind nicht mehr alle vor Ort und wie gehen wir damit um? Einer der großen Themen aus dem letzten Jahr. Am Dienstag wollen wir auch das Thema Lernamigas, also dass wir dezentrale Professionals haben, die bei den Fachbereichen das Thema Lernen ein Stück weit unterstützen. Auch eine Entwicklung aus den letzten Jahren möchten wir gern diskutieren. Und ich möchte gerne das DigiCamp diskutieren und auch herzlich dazu einladen, nicht nur vorher mit uns drüber zu reden, sondern auch im März mit dabei zu sein. Am Mittwoch wird Peer Learning, Jochen, ganz spannend, finde ich, enger Punkt zu Spirit Link, für werden am Mittwoch das Thema Peer Learning machen. Ihr habt gesehen, wir haben von der Telekom das Lex geklaut und nennen das, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, WDW. Und wir möchten das am Mittwoch spielen und wir laden ganz herzlich ein zu einer Session. Ich werde eine Session in WDW anbieten zum Thema Lernpfad digitales Ökosystem, also zu einem der OS-Lernpfade, die wir im letzten Jahr pilotiert haben. Und ich lade herzlich ein, auch mit dem Ziel, möglichst viele in unsere nächste Learning Circle Experience zu gewinnen, weil wir da nicht alleine lernen können, sondern nur zusammen. Und der Donnerstag steht unter dem Thema KI. Wir haben einen Promptathon jetzt in der nächsten Woche und möchten die Erfahrung mit dem Promptathon mit euch teilen. Das wird der Donnerstag sein.